So, ich sitze jetzt auf der Bank, werde mich jetzt nach Hause begeben und werde da dieses Gericht dann halt ein bisschen kochen, ein bisschen essen, vielleicht ein bisschen etwas zu Hause noch chillen, mal gucken. Und dann fahre ich auch wieder hier zurück und mache ein paar Sachen hier fertig, ready, ein bisschen sauber machen. Marcello weiß genau Bescheid, was ich damit meine. Und ich nehme euch heute mit und ja, ich sag mal bis später. Ciao. Heute haben wir schon Dienstag. Ich bin gerade unterwegs gewesen und bin jetzt bei Angelgeschäft. Ja, da besorge ich ein bisschen Köder und ich will jetzt die Tage auch, ja, soll es ein bisschen schönes Wetter geben und angeln gehen. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen und bin ich mal gespannt, ob ich dann auch überhaupt was fange. So, erstmal gehe ich rein, aber natürlich ohne Kamera, weil es ist nicht erlaubt dort zu filmen. So, wie ihr seht, bin ich jetzt im Garten. Ich war jetzt einkaufen, ja, halt wie im Angelgeschäft für das Wochenende, für das Angel-Session-Wochenende. Und da war ich kurz noch im Supermarkt. Was soll ich sagen? Leute, wenn die Geld haben oder Geld bekommen haben, sind wie Ameisen. Ja, vor allem ist das schlimm noch daran, die schubsen dich, auch ältere Menschen schubsen dich weg, obwohl es momentan nicht so gut wäre. Ne? Ich nehme noch ein bisschen was ab. Ich zeige euch gleich, was ich so geerntet habe heute. Und dann fahre ich kurz nach Hause. Mangiare, mangiare. Mangiare, mangiare. Fahre ich wieder hier zurück. Mach ein paar Sachen heute hier. Und werde ich euch mitnehmen. Also, bis dann. So, das erste Feld, was wir überhaupt jetzt machen müssen, ist das Erdbeerfeld. Das sei jetzt nach so ein bisschen paar Wochen Vernachlässigung. Wie so ein reiner Erdbeerdschungel. Ja? Ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Schaut euch das an, was alles noch gemacht wird. So, so ein kurzes Update, was ich heute so geerntet habe. Also wie ihr seht hier gerade Chilischoten. Ja, daraus werde ich heute das Mittagessen machen. So ein paar Spaghettis, Knoblauch, ein bisschen Chili, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Mehr braucht man nicht. Einlegegurken. Habe jetzt ein paar geerntet. Ja, daraus werde ich jetzt Essiggurken machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Kirschtomaten. Die schmecken echt lecker. Und dann habe ich noch Erdbeeren. Ja, noch um diese Jahreszeit. Wow! Erdbeeren. So, jetzt bin ich im Baumarkt. Guck jetzt nach Dielen für die Terrasse. Mal gucken, was ich hier finde. Und ansonsten gucke ich mal weiter und wir sehen uns später. Ciao. Jetzt bin ich fertig mit dem Meeting und mit dem Auto waschen. Jetzt habe ich noch einen Kaffee geholt. Hier. Und gleich geht's nach Hause und dann mal schauen, was ich noch mache heute. So Leute, kleine Planänderung. Eigentlich wollte ich zum Bauhaus. Jetzt treffe ich mich mit Marcello und trinke mit ihm einen Kaffee und dann gucken wir weiter, was wir so machen. So, da kommt der Gast.
Boah, ist das eine Wärme, Alter. Sag mal jetzt nicht, dass du am Aufnehmen bist. Ich bin am Aufnehmen, ja. So eine... Was überrascht jetzt, ja? Setz dich. Ist das jetzt so? Für Vloggen oder was? Ja. Für nächste Woche? Ja. Ja, kannst du jetzt vloggen? Nein. Vloggen nennt sie, das ist, du nimmst dich auf. Ich habe genug meine Fresse gezeigt. Was trinken wir gerade hier? Hm? Ein Freddo Cappuccino Chocolate Chip mit Java Cookies und. Sprachen lernen, Bubble. Brownies. Okay. Ich frag mich nur, wo die Cookies sind. In deiner Hosentasche. Okay. So, Marcello, wo sind wir jetzt? Wir wollen jetzt portugiesisch essen gehen. Essen gehen? Ja, portugiesisch. Wie heißt der Laden? Abel Espanol und so. Hä? Franco Portugies in Düsseldorf. Franco? So, ist sehr gut, da war ich schon mal essen. Okay. Ja, ich bin zum ersten Mal da essen. Mal gucken, wie es da schmeckt. Der Marcello meinte, es ist ziemlich lecker. Ja. Sicher? Ja. Definitiv. Okay. Schwäne, Enten. Ente, warte. Vielleicht sieht man das irgendwo. Machen wir Ente süß-sauer. Ja, wir gehen doch mal Asiaten jetzt. Ja, jetzt gehen wir zum Chinesen. Chinesen. So, wir waren jetzt beim Portugiesen und der Portugiese hat mit uns den hier gemacht. Brechend voll. Eine Schlange, sage ich euch. Das war jetzt sehr spontan, was wir gemacht haben. Und das war ein Fehler. Wir hätten vielleicht reservieren sollen, aber Sinn gemacht. Hätten wir vielleicht erst einen Tisch um 22 Uhr bekommen oder so. Entschieden, wir fahren, will ich gar nicht aussprechen. Sag einfach, wir gehen Döner-Teller essen. Wir gehen jetzt einen Döner-Teller essen, weil der Markus meinte, boah, lass uns so einen Döner-Teller reinfetzen mit Ayran und eine Cola hinterher. Und eine kalte Cola hinterher. Schmeckt der Döner-Teller? Mhm. Ja. So Leute, jetzt bin ich im Garten angekommen. Ich dachte mir heute Morgen, ja, guckst mal auf die Wetter-App. Da schon zwischen 10 und 11 Uhr soll es regnen. Ich dachte mir, okay, krass, jetzt kommt einiges runter, spare ich mir das Gießen. Pff, am Arsch hängt der Hammer. Jetzt muss ich alles per Hand gießen. Jetzt muss ich mich auf jeden Fall beeilen, weil ich noch zu den Baumärkten muss. Jetzt bin ich mit allem fertig, also mit dem Gießen fertig. Ab geht's zum Baumarkt.